Ich begrüße euch auf Janistan TV. Es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir uns etwas über Entschleunigen unterhalten. Ihr kennt das vielleicht. Wir haben alle das Gefühl, immer mehr leisten zu müssen und keine Zeit mehr für uns selber zu haben. Aber die Wahrheit ist, deine Zeit gehört dir und nur dir. Ich glaube, dass es natürlich am besten ist, mir zuzugucken, weil dann sieht man all meine großmeisterlichen Gedankengänge und auch die Freude, die Schach in mein Leben gebracht hat. Hä? Ach nee, ich denke einfach nicht nach. Oder ich denke nach, aber es bringt nichts. Noch schlimmer. So, das Übliche, irgendwas alibimäßig überlegt und dann irgendwas ziehen. Das ist unsere Taktik, Chat. So, ich mache die alte Rechenstrategie. Angestrengt auf die Stellung zu gucken, kurz und dann irgendwas zu ziehen. Also, während ich gesehen habe, war so und so. Eine sehr komplizierte Variante. Turm C5 schlägt. Turm runter. Und ich gewinne. Turm C6, habe ich hier eine Variante gesehen, wo ich gewinne. Kurze nachdenklich gucken Pause. Einatmen. Ausatmen. Machen Sie es jetzt. Es wird sich nie ein perfekter Zeitpunkt finden. Also, warum nicht anfangen? An nichts denken. Nicht Twitch schauen. Einatmen, ausatmen. Fühlen Sie sich schon ein bisschen leichter? Ich muss zum Vorsprechtermin, weil ich nichts verdiene. Wie mache ich denn das? Ich weiß, wie ihr das macht. Heute dies, morgen das. So weit, so gut. Ich bin frisch ausgeruht. Und ich gucke auf die Stellung, weil man sowas gerne tut. Ich weiß, Chat. Rappen kann er auch noch. Tobi fragt, wie wird man Schachgroßmeister? Es gibt verschiedene Wege. Das gängigste ist, dass man so mit 5 Jahren zu Hause rausgeschmissen wird und dann ein paar Jahre im Wald lebt. Dagegen viele wilde Tiere kämpft, aber halt auch von einem Idiot Savant im Schach und in der Kunst des Überlebens unterwiesen wird. Und wenn man dann bis 8 überlebt hat, dann kommt man kurz zurück nach Hause. Da muss man gegen seinen Vater im Schach gewinnen. Was nicht leicht ist, weil natürlich die meisten Väter, die ihre Kinder in so eine Ausbildung geben, die auch selber durchgemacht haben. Aber wenn man das schafft, hat man das Recht erworben, den örtlichen Pionierpalast zu besuchen. Was so ein bisschen mit Schule vergleichbar ist, nur dass man halt statt Lesen und Schreiben nur Schach lernt. Und wenn man das macht, dann hat man irgendwann meistens so mit 18, bei mir mit 17, weil ich eine Schachpionierklasse übersprungen habe, hat man eine Abschlussprüfung, dann kriegt man den Großmeistertitel. Also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. War natürlich voller Entbehrung, aber dafür habe ich jetzt die Urkunde. Yay. Also, früher war es schon so, dass Bundestrainer, ich glaube, beim Schachbund festangestellt war, entweder auf Vollzeit oder auf Halbzeit. Hä? Ach so. Schön gespielt, ja. Deshalb bin ich Bundestrainer, weil ich so gut im Schach bin. Hey, Chat. Wenn ihr vernünftige Schach sehen wollt, geht zu Kugelbo. Jetzt mal ohne Spaß. Chat fragt, woher kennst du Varion? Das ist eine lustige Geschichte. Ich bin ja das bisher mit Nils Bohmhoff zur Schule gegangen. Und Varion hat sich seinerzeit bei Rocket Beans beworben, schon lange her. Und da hat Nils Bohmhoff das Casting gemacht und hat mir dann danach erzählt, dass Varion super lustig sei. Aber er glaube, dass Varion eher so im Sketch-Kontext funktionieren würde. Ich glaube, getroffen haben wir uns dann bei Nils Geburtstagsparty und ist in Real Life, also wirkt ja online, finde ich immer sehr, sehr abgehoben irgendwie. Aber in Real Life ist er eigentlich relativ, relativ sympathisch. Varion wohnt jetzt ja in Hamburg und er kennt sich ja nicht aus. Also wenn er irgendwie zum Supermarkt möchte oder so, dann schreibt er mir halt, weil echt, echt nichts weiß. Nach all den Jahren noch deshalb, ja, ist es schon keine Beziehung auf Augenhöhe. Wir haben einmal hier mit Familie Gardet gegrillt.
Varian war eingeladen. Ich habe Varian hier eine halbe Stunde vorher Bescheid gesagt. Und er ist nicht gekommen. Er wollte hier nicht mit den gardeschen Kindern und meinen Kindern grillen. So war's und nicht anders. Egal, was er euch erzählt. Potsbesar, dieser Ruhm verändert Leute, das wurde ja auch schon Star-Allüren festgestellt, seit du großer YouTuber bist. Ich hatte auch vorher schon Star-Allüren. Oder die Leute denken es immer. Aber wer mich in person trifft, denkt immer, er ist doch ein arrogantes Schwein. Ich hab's befürchtet. Was aber eher daran liegt, dass ich halt sehr menschenscheu bin. Und das wird mir häufig als Star-Allüren ausgelegt. Und weil ich das eh nicht ändern konnte über all die Jahre, dachte ich irgendwann, naja, ich habe halt auch keinen Bock mit euch zu reden, weil ich halt besser bin als ihr. Und so wurde dann durch meine Schüchternheit und durch das Missverstandenwerden, wurde meine Schüchternheit zu Star-Allüren. Das ist die Wahrheit. Jetzt will keiner mit mir spielen. Vielleicht gehe ich einfach gleich ins Bett. Ich bin zu gut. Das alte Problem. Ich sage, wie die Partie geht. C3, D5. Er wird schlagen. Er wird auf E5 schlagen. Ich werde C6 spielen. Er wird D4 spielen. Ich werde Läufer D6 spielen. Er wird Turm E1 spielen. Ich Dame H4. Er G3. Ich Dame H3. Er Läufer E3. Ich A5. H5 ist unser neuer Grind. Er wird auf D5 schlagen. Ich werde zurücknehmen. Er wird Dame F3 spielen. Ich laufe E6. Er wird Springer D2 spielen. Ich B4. Er wird Springer B3 spielen. Ich A4. Er wird Springer C5 spielen. Ich A3. Er wird Springer E6 spielen. Ich FE. Er wird Dame E2. Dann machen wir H5. Läufer C1. Er weicht ab von meiner Prognose. Ich raff einfach nichts. Mein Problem ist einfach, dass ich nichts raff. Und dass ich sehr langsam bin beim Nichtsraffen. Und gerade so Gegner, die so völlig selbstverständlich alles einstellen, dann weitermachen, als wäre nichts gewesen. Also, ehrlich gesagt, normale Bullet-Spieler machen mich mental völlig kaputt. Ich wünsche mir Schachspielen ohne Leiden. Und da eine Hand, die meine hält. Und dass mir meine Träume bleiben. Chirox, warum heißt eigentlich Flaggen? Woher kommt das? Ich glaube, vielleicht kennst du das von Big Bang Theory. Da hatte Sheldon Cooper so eine Serie in der Serie. Die nannte sich Fun with Flags. Und da hat er unter anderem erklärt, dass die Flagge von Nicaragua eine... Ich kriege die Story nicht zu Ende. Ich kann nicht mal mehr Blödsinn reden. Easy Chat. Ich muss mich eigentlich gar nicht konzentrieren. Weiß ich nicht, ob ich euch raten kann, euch das hier anzugucken. Was das Schach angeht, ich spiele sehr schlecht, die Gegner spielen auch sehr schlecht und am Ende gewinnt halt irgendjemand. Sorry, ich bin wie üblich komisch gelaunt. Eigentlich bin ich total sympathisch. Ich bin nur mit mir selbst nicht im Reinen. Deshalb, manchmal wirkt es dann unsympathisch. Weird Flex. Ich bin Schachgroßmeister, Chat. Und Schachbundestrainer. Und Handmodel. Weil ich so machen kann. Chat, wo viel Licht ist, ist auch ein Schalter.